So, ich möchte jetzt an meine Vorredner anknüpfen und so nochmal vielleicht für das Fachgebiet, das mit den Meridianen arbeitet, ob es jetzt Akupunktur oder irgendeine andere Methode ist, wir Integration liefern, aber gleich dann eben als Grundlage für das, was ich hier als Vorschau hier geschrieben habe, was ich eigentlich machen möchte. Die erste Frage eben, wenn wir uns das anschauen, das ist ja eigentlich ein sehr strukturiertes wissenschaftliches System, die Grundlagen der chinesischen Medizin, aber es ist eine andere Form von Wissenschaft. Und dann muss ich mir die Frage stellen, mit welcher Form von westlicher Wissenschaft will ich überhaupt in Dialog treten, damit da überhaupt was zustande kommen kann. Weil es gibt Wissenschaftsformen, die sind absolut nicht zum Dialog mit dieser mit diesem Realitätsverständnis geeignet. So, und dann werden wir diese verschiedenen Formen anschauen der neuen Wissenschaft. Ich nenne das jetzt die holistische Physik, nicht mehr die Quantenphysik, die ist schon einen Schritt weiter. Dann werden wir uns der nicht molekularen Zellbiologie zuwenden, der Biophotonenforschung, das Konzept der fluktuierenden Gleichgewichte von Ilya Prigozhin. Wie spricht man das russisch aus? Prigozhin, so viele von diesen Personen, die diese Konzepte entwickelt haben, deren Bilder hängen da drin in den Raum von den Eranos-Konferenzen. Da sind 10 Nobelpreisträger zusammengesessen und haben ihre Ideen ausgetauscht. Und das hat jetzt wirklich auch so zu einem Feld geführt von neuer wissenschaftlicher Erfahrung, die mit dem, was wir hier machen, sehr viel kompatibler ist als die alte Newton'sche Weltsicht. Dann werden wir uns überhaupt dem Konzept der Feldtheorien zuwenden. Einer der Begründer der Feldtheorien ist ja Max Planck. Max Planck hat den Begriff der Matrix für die Physik geprägt. Ja. Und die Matrix ist die Mutter. Ja, und das Tao Te Ching sagt ja auch ganz klar, ja, das Wasser ist die Mutter von allen Dingen. Und dann zum Schluss werden wir uns einem sehr unbekannten Fachgebiet zuwenden, das ist die Psychophysik. Also eine Kombination aus Psychologie und Physik, ist von einem deutschen Wissenschaftler oder auch Psychologen namens Gustav Fechner schon im 19. Jahrhundert entwickelt worden. Dann, das wäre das Erste. Und der zweite Punkt wäre eben diese Ähnlichkeit von der DNS und vom I Ching nochmal zu repetieren, aber auch dann gleichzeitig diese ganzen Theorien in die Anwendbarkeit mit chinesischer Medizin, vor allem mit der Leitbahntherapie zu bringen. So, dann haben wir noch ein Fachgebiet, auf das ich speziell eingehen möchte, nämlich die Epigenetik, wenn wir schon von den Genen und vom genetischen Code reden. Und die Epigenetik hat eine ziemlich andere Sicht als die herkömmliche Genetik, die noch immer auf dem Stand vom, kann man sagen, mehr oder weniger der Mendelschen Vererbungslehre ist. Die Epigenetik sagt, nicht der Text ist entscheidend von den Genen, sondern wie wir den Text aktivieren. Und das spielt sehr stark in das hinein, was die chinesische Medizin sagt. Und zum Schluss werden wir uns diesen wenig bekannten, aber sehr wichtigen Organsystemen in der chinesischen Medizin zuwenden, die man die außerordentlichen Fu nennt oder die außerordentlichen Hohlorgane. Und die spielen eigentlich auch wieder sehr stark in dieses Feld hinein von Bewusstsein, Matrix, wie wir die Gene und die Evolution beeinflussen, wie die Evolution uns beeinflusst und wie auch positive Mutation aussehen könnte, nicht nur negative. So, das sind also alles Themen, die ich versuchen werde, auch noch mit Behandlung zu verquicken und dann mit dem Lehrer von der Person, die mich vielleicht am meisten beeinflusst hat. Das war ein indischer Sufi-Mystiker und der hat 20 Jahre am Lukmania-Pass Sommercamps abgehalten, wo ich wirklich die lebendige Erfahrung von der Realität vom Geist machen durfte. Pir Vilayat Inayat Khan kommt aus einer Musikerdynastie. Die indischen Sufis, die spielen sehr viel Musik, die Chisti-Musiker, weil Musik ist natürlich etwas, was der Jochen Gledis schon erwähnt hat, etwas, was uns eben das Konzept der Stimmigkeit in der modernen Physik beruht ja darauf, dass wir uns einstimmen können. Und mit der Musik stimmen wir uns ein.